Versprochen wird viel. Die Bertelsmann Stiftung hat ermittelt, dass dank TTIP in Deutschland rund 180.000 neue Jobs entstehen, plus fast 5% mehr Wirtschaftsleistung. Eine Studie des Center for Economic Policy Research begeistert mit einem steigenden Export der EU um 6% und der USA um 8%. Kritiker sprechen allerdings von unwissenschaftlicher Zahlenmagie ohne relevante Datenbasis mit fragwürdiger Methode. Relevante Daten kann man nur aus einem Vergleich mit ähnlichen, früheren Abkommen erhalten. Zum Beispiel aus 19 Jahren NAFTA, der Freihandelszone Kanada-USA-Mexiko. Die US-Einkommen sind um atemberaubende 58% gestiegen, allerdings nur die des reichsten 1% der Bevölkerung. Dafür gingen in den USA 1 Million Jobs verloren. Auch Mexiko verlor rund 1 Million Arbeitsplätze, allein nur in der Maisproduktion. In Kanada haben ausländische Investitionen tatsächlich zugenommen, allerdings in Form von Übernahmen und Fusionen. Das führte zu Einschnitten bei den Sozialleistungen. Und Kanada wurde auf hohe Summen verklagt, weil ihre Umwelt- und Verbraucherschutzgesetze den Konzernen im Weg standen. Ergebnis unterm Strich: Der Handel hat sich tatsächlich verdreifacht, doch laut Kritikern haben davon hauptsächlich Großkonzerne und Vermögenseigentümer profitiert.